Wer von euch ist jetzt so ein bisschen der Gründer von eurer Gruppe und wann habt ihr angefangen und wie? Also das war vor 4-5 Jahren. Und also wir zwei sind Gründer, der Nat und ich, der Nils. Und es war so, dass er mir mal angerufen hat. Und er hat gesagt, ja, gehen wir Urban machen. Und dann ich so, Urban, was ist das, oder? Und dann hat er gesagt, ja, er hat im YouTube so Filme gesehen und so, und unter Urban. Und es ist einfach so ein bisschen rumgegumpelt über Sachen und so, ja. Und so sind wir eigentlich drauf gekommen. Dann sind wir einfach mal rausgegangen, sind wir auf YouTube gegangen, haben immer Filme geschaut. Dann haben wir uns immer verbessert und so hat es angefangen, ja. Ja, zuerst habe ich einfach nach einem Kompi geschaut und so, Urban. Und dann habe ich gedacht, ja, es sieht noch geil aus. Dann habe ich gedacht, ja, ich gehe mal zum Nils. Gehe ich mal zu ihm, kann ich mal fragen, ob er Lust hat und so. Und zuerst am Anfang sind wir, haben wir noch ein bisschen also Ninja-Style gemacht. So ja, Ninja-mässig. Mit Verstecken, Schleichen und so Sachen. Nachher, aber erst nach irgendwie ein Jahr oder so sind wir nachher auf Parkour gekommen. Jetzt, wie ist denn das? Das ist ja wirklich Sport. Das ist nicht einfach. Wie haben wir dann das Wissen neu angeeignet, wie man das macht? Ja, man lernt aus Unfällen. Ja, wenn wir haben uns alles selber beigebracht eigentlich. Ja. Und was heisst Unfall? Also habt ihr auch Schmerzen gehabt? Oder wie läuft es? Ja, natürlich. Und ja, wenn man zum Kopf geht oder irgendwie verstaucht und so. Und dann versucht man, wenn man, dann merkt man, ja, okay, jetzt haben wir das und das falsch gemacht. Und dann ja, versucht man einfach das besser zu machen. Und ja, ich meine, kein Mensch macht den zweiten Fehler. Das Gleiche. Und wie haben wir euch daran, das ist YouTube, sieht man ja zum Teil Filme, die über 5 Meter abgumpen und so, ganz extreme Sachen. Wie fängt man an? Also zuerst haben wir erst so auf dem Boden angefangen, zu abrollen und so, immer ein bisschen angefangen. Und dann immer höher. Und ja, jetzt können wir auch auf 5 Meter hinterste Salto oder so machen. Jetzt sind wir nicht mehr nur das Zweite, sondern sind das Vierte. Wie sind ihr dazu gestossen zu dieser Gruppe? Also ich bin durch den Nils drauf gestossen, wo ich in Seko bin, habe ich ihn kennengelernt und dann auch den Sport. Ja, es hat mir eigentlich recht gefallen, habe ich mich auch ein bisschen informiert auf YouTube, ich habe Filme geschaut. Ja, und er hat mir dann die Sachen beigebracht. Wie ist es bei dir gelaufen? Ich habe es eben früher immer mit dem Nils und dem Nat gehängt. Und ja, nachher ist automatisch, wenn wir rausgegangen sind, hat es immer geheißen, ja, machen wir das. Und nachher bin ich automatisch irgendwie dazugekommen. Im Turnen hat man ja Kunstturnen. Ist es vergleichbar mit Kunstturnen? Sind die besonders gut? Sagt euch der Turnlehrer, der könnt das besonders gut, oder wie ist das? Ja, eigentlich schon. Also eigentlich ist Parkour ist ohne Saltos und so, sondern einfach runtergumpen, abrollen und weiter rennen. Und einfach geradeaus, egal was jetzt, zum Beispiel über das Haus oder so. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen unseren eigenen Style gemacht. Also wir haben auch zum Beispiel irgendwo runtergumpen und dazu noch ein hinterste Salto machen, ein Frontflip, Backflip, alles. Und im Turnen stellen wir immer so Mathe auf und so, fragen den Lehrer und er hilft uns auch dabei und unterstützt uns. Und darum, ja. Kannst du noch etwas über die Philosophie erzählen von Parkour vielleicht, jemand von euch? Ja. Was steckt dahinter? Woher kommt das? Also Parkour kommt von Frankreich ursprünglich. Das hat der Gründer ist der David Bell. David Bell hat von seinem Vater. Er ist ein halb Vietnamese und sein Vater hat im Krieg hat er dann nachher auch so Sachen gemacht. Und er hat nachher von seinem Vater übertragen und David Bell hat es nachher anderen Leuten gezeigt. Und jetzt, ja, so ist nachher eigentlich Parkour entstanden. Aber wie kommt man auf die Idee, einfach rumzurennen, irgendwie über alles reinzuspringen und nicht normal das zu machen? Was ist, warum das? Ja, also es gibt verschiedene Gründe. Erstens, also ich zum Beispiel mache es, weil wenn ich zum Beispiel irgendeinen Stunt mache oder so, nachher fühle ich einfach nichts. Ich fühle mich dann frei und ich bin dann wie in meiner eigenen Welt, oder? Und also eben, es ist ja im Krieg entstanden und er ist wahrscheinlich abgehauen von irgendeinem anderen und du bist der schnellste Weg, einfach geradeaus, keine Kurven und so, und so ist es entstanden.
Wie ist es denn jetzt bei euch? Also jetzt muss ich es gleich schnell ansprechen, aber sagen wir mal, ist das auch das Ventil? Also bei der Jugend, viele sagen, Jugend und Gewalt und so ist immer ein Thema. Kann man da auch Aggressionen abbauen? Ich weiß es nicht. Ich frage jetzt einfach mal so, oder? Also ja, man bekommt so einen Adrenalinkick und der ist einfach, den kann man mit nichts vergleichen. Und ja, es kann schon sein, dass man nach einem Tag ein bisschen kaputt ist, aber am nächsten Tag geht es weiter. Was sagen denn jetzt allen? Sagen denn allen, sie sollen das auch ausprobieren? Oder was braucht es, dass man es machen kann? Ja, vor allem braucht man Spass einfach. Man muss Spass daran haben. Und Mut. Und Mut, das vor allem. Weil die meisten Sachen sind ja gefährlich. Und ja, die meisten, ich kenne auch viele Leute, die hier auch in Schwammerding versuchen. Aber irgendwie kommen sie nachher auch zu uns und fragen, ja, wie machen die das und so. Sie sehen uns irgendwie als Vorbild, irgendwie. Ja, also wir haben jetzt hier auch so viele Kleine, also unterrichtet, sagen wir mal so, also einfach mit ihnen zeigt, wie es geht. Also natürlich jetzt nicht, ja, spring von der Oberalp oder so, sondern einfach so abrollen, ihnen zeigt, wie es am besten geht, dass nichts passiert und so. Also sie machen das auch seriös, nicht einfach? Ja. Okay. Kann man sich bei euch melden? Ja, schon, ja. Wir sind meistens im Sommer oder so, sind wir meistens eigentlich da, Bulli weg. Gibt es, wenn man Parkour macht, ein Selbstvertrauen? Warum? Also ich finde schon, weil du musst an dich glauben, dass du jetzt den Hinterschritt machst. Und ja, wenn du nicht an dich glaubst, dann kommt es vielleicht nicht gut raus. Und helfen dir jetzt, wenn einer Rückwärtssalto macht, helfen dir dabei? Oder ich meine, das ist ja gleich gefährlich, wenn ich da plötzlich auf den Kopf gehe. Ja, klar helfen wir, oder? Also, zum Beispiel mein erster Hinterschritt-Salto war von da. Und alle sind dort gestanden, dass etwas passiert und so, aber eben bis jetzt ist eigentlich noch nichts passiert. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel irgendwo ein Hinterschiss-Salto mache oder so, dann helfen sie nicht mehr, weißt du? Also, wissen Sie, ich kann es jetzt eigentlich auch schon und es passiert nie. Ich habe auch schon Hinterschiss aus 5 Meter, 6 Meter Höhe gemacht. Und ja, also, er hat sich mal den Kopf angeschlagen und eben nachher sind wir alle dort immer dort gestanden und helfen und so. Was ist es, Sport, Kunst oder was ist es und wo wollen wir hin? Also es ist eigentlich ein Sport und eine Kunst. Kunstsport. Und also, wo wir hin wollen, einfach das immer weitermachen. Und wer weiß, vielleicht werden wir mal bekannt oder einen Film machen. Wie lange kann man es machen? Bis wie alt? Bis 99. Ganz geil!